Hallo meine Lieben, ich bin's wieder, die Kathi. Und da jetzt ja langsam Herbst wird, hopp... Was? Oh mein Gott! Well, ein Sommer-Upcycling geht nur, oder? Und ja, ich weiß, ihr schreit alle nach Herbstklamotten und die werden kommen zu Genüge, don't worry. Und Wintersachen und ganz coole Upcyclings in die Runde. Aber ich habe eben noch ein paar Sachen im Schrank, die ich im Laufe des Sommers upcycelt habe. Also so ganz Kleinigkeiten nur geändert und die will ich euch jetzt zeigen. Damit ihr auch mal wieder seht, man muss nicht immer das ganze kleine Stück komplett auseinandernehmen. Und ja, und okay, weil das ist halt nur Sommer-themed. Aber ich sag's euch, in Wien ist nur bis Ende September Hochsommer. It's like this. Also move to Vienna, guys. So, das erste ist dieses Maxi-Kleid und das habe ich schon Ewigkeiten, ich liebe es, aber das war ursprünglich nämlich hier oben, weil da waren zwar Träger dran, aber die haben wir gerissen und deshalb habe ich sie quasi dann im Hals zusammengebunden, aber jetzt hängt das da so ganz komisch runter und da ist so ein Shirring drin, aber es hat immer genug Spannung und ja, ich finde es irgendwie seltsam, aber sonst liebe ich das Kleid und ich möchte es unbedingt behalten, aber ich will eben dieses Dings da wegmachen und zuerst habe ich mir gedacht, ich tue es komplett wegschneiden, aber dann habe ich mir gedacht, hey, was ist, wenn ich das einrolle und dann fixiere, weil ich glaube, das ist da voll schöne Linie und ich habe kein Problem mit Versäubern und so, weil das ja dann alles schon versäubert ist. Und wichtig ist, damit die Elastizität, boah, was für ein Wort, von dem Shearing noch weiterhin erhalten bleibt, muss ich das natürlich runternähen und nicht längs. Und da seht ihr, dass ich mir da ein bisschen helfe, damit die Nadel nicht abbricht, weil das eben so eine Wulst ist, damit ich mir da was unterlege. Und da habe ich eben dann diese verschiedenen Strecken reingenäht, damit ich es weiterhin dehnen kann. And that's it, prinzipiell. Und ich meine, das war schon das erste Mini-Upcycling. Ich zeige es euch später, wie es dann worden ist. Und als nächstes habe ich zwei T-Shirts, beziehungsweise das eine ist eher Pulli, aber es ist beides so ein T-Shirt-Material und da gibt es einige Probleme. So, bevor ich jetzt anfange, zeige ich noch ganz kurz, wo es überall mangelt. Also einmal haben wir hier so eine, schaut aus wie so eine Bleiche, aber ich habe damit nie was gebleicht, keine Ahnung, woher das kommt. Und wenn man genauer hinschaut, ich glaube, man sieht es nicht. Aber das ganze Rückteil ist quasi schräg im Fadenlauf zugeschnitten und das ganze Vorderteil gerade, ja. Und dadurch verzieht sich das Top so. Ich habe es eh gerade vor die Kamera gehalten, aber ich weiß nicht, ob man das da gesehen hat, aber hier sieht man halt, ich meine, ich probiere das immer gerade zu richten, aber es verdreht sich immer, weil hinten die ganze Rückseite hat ur den Slope drin, also ur die Ellipse. Und egal, wie ich es ausschüttle und drehe und wende, diese Ellipse zirkt das Ganze darunter, also eben wie die Stoffrichtung vom Hinterteil ist. Und daran erkennt man halt, wie scheiße das, also wie scheiße die Qualität von dem Produkt heute halt ist, ne? Aber der Stoff fühlt sich noch ganz gut um und wie schon gesagt, ich habe jetzt vor, das und das andere schwarze Shirt zu kombinieren. Gut, als nächstes nehme ich mal das Langarm-Shirt und schneide die Ärmel ab und trenne die Ärmel auf, damit ich zwei große Stoffstücke habe. Und aus denen wird jetzt das Vorderteil des neuen Oberteils, ja? Also das lege ich mir jetzt so auf, weil das wird nämlich gecrossed, weil das wäre der Bindeoberteil. Genau, so wird das dann etwa ausschauen. Hier wird dann so die Bindung hinkommen und so. Und jetzt werde ich da einfach so ein oberteilförmiges Dings reinschneiden. Also quasi so mit einem Armloch, mit einem Halberten und einer Seitennaht. Wunderbar, das schaut schon mal ganz gut aus. Und jetzt werde ich das Hinterteil kreieren. Da nehme ich ein Reststück von so einem Jersey-Stoff her, was ich nur zu Hause hatte, aber ihr könnt prinzipiell auch die Ärmel vom T-Shirt verwenden für das da hinten. Und da messe ich mir quasi das Armloch aus, wie das da beim Vorderteil ist und mache das gleiche quasi dann simultan bei der Rückseite, so quasi, dass die Seitennaht dann zusammenpasst. Und die werde ich jetzt gleich mal zusammennähen und das mache ich mit meiner Overlock. Ihr könnt da aber auch normale Nähmaschine verwenden, aber ihr müsst auf jeden Fall einen elastischen Stich verwenden, also zum Beispiel einen Zickzackstich. Und dann durch meine ganzen Außenkanten mit so einer Zwillingsnaht versäubern, weil ich finde eigentlich, dass die ziemlich ähnlich ausschaut wie bei gekauften Shirts. Aber davor teste ich natürlich die Spannung bei so einem Scrap-Piece, ja. Und da müsste dann theoretisch gar nicht mehr, also die Zwillingsnaht versäubert quasi eure Kanten gleich mit, aber ihr könnt es natürlich davor mit der Overlock drüber, dann umschlagen und nochmal mit der Zwillingsnaht drüber, aber well, es muss eigentlich nicht sein. Jetzt nehme ich mein T-Shirt und tue da erstmal die Ärmel weg und ich werde mich jetzt an die neuen Ärmel ranmachen.
Gut, also mein Plan ist jetzt, weil das ja so schön versäubert ist bei dem T-Shirt und bei dem anderen, also quasi der Hausausschnitt und der ziemlich gleich groß ist, habe ich vor, dass ich das ganze T-Shirt zum Ärmel mache. Also quasi, dass ich, das die Ärmelöffnung ist der Hausausschnitt und da kommt mein Arm dann durch und dass ich quasi in den ganzen Saum, das bei dem T-Shirt genau gleich ist, lustigerweise, der Saum, dass ich da einen Gummi einziehe und der Saum dadurch gerauft wird oder eventuell durch ein Schirn, aber ich glaube, ich tue eher einen Gummi einziehen, wird gerauft und wird dann so zum Puffärmel und da wäre ich diesen Ausschnitt, der ist jetzt nur zu groß, aber da wäre ich auch irgendwas mit Shirring oder Gummi oder sowas da, damit das da auch so ein bisschen gerafft wird. Und dann habe ich zwei Ärmel. Yay! Das erste, was ich also mache, ist da jetzt meine Naht rein zum Ausschnitt hin laufend quasi, damit ich da mehr eine Ärmelform bekomme. Und dann tue ich das einfach drauf pinnen, weil der Ausschnitt selber ist ja schon versäubert. Dementsprechend pinne ich das jetzt einfach auf meinen Halber des Armloch quasi drauf. Und die Kante vom Armloch habe ich vorher mit der Overlock versäubert, aber theoretisch müsst ihr das gar nicht machen, weil es ist ja Jersey und Jersey löst sich quasi nicht auf, wenn ihr es nicht versäubert, aber es ist auf jeden Fall schöner, wenn ihr es macht. Genau, und das tue ich dann einfach absteppen von oben und das mache ich tatsächlich mit einem ganz normalen Gradstich, weil sich dieser Part ja nicht dehnen muss. Ja, also man muss ja prinzipiell eine elastische Naht nur dann verwenden, wenn sich der Part von dem Kleidungsstück dann auch dehnt. Und das macht er in dem Fall nicht. Das ist ja nur quasi mein unteres Armloch. Und genau, und das steppe ich dann einfach ab und so kann ich quasi den coolen Halsausschnitt selber, also das versäuberte, behalten. Wunderbar. Und das mache ich natürlich links und rechts. Und dann habe ich da oben so ganz viel Stoff übrig. Das, wo ich natürlich nur ein bisschen kürzen muss. Und auf der Seite, damit, weil der Ausschnitt größer war, habe ich den dann auch noch verkleinert ein bisschen. Genau, da muss ich da noch ein bisschen absteppen. Dann dachte ich eigentlich, ich mache das mit Shearing, aber habe dann festgestellt, dass der Zug zu schwach ist, weil das Oberteil einfach zu schwer ist. Dementsprechend werde ich da jetzt einen Gummi einziehen, beziehungsweise dran nähen einfach, ja, so einen festen, ja, weil der ist viel stabiler. Den habe ich so kurz gemacht, wie ich ihn brauche, dass quasi der Ausschnitt mir nicht über den Busen rutscht und dann durch den gleichmäßig verteilen, dadurch einfach immer die Hälfte, also die Hälfte des Gummis messen und die Hälfte dieses ganzen Stoffes, weil dann weiß ich genau, dass ich es richtig aufgeteilt habe und dann durch das mit einem Zickzackstich unter Zug dran nähen und zwar kurz und knapp hinter der Kante quasi, also weil es ist ja schon versäubert durch den Hausausschnitt und gleich dahinter werde ich jetzt den Gummi festnähen mit einem Zickzackstich unter Zug, wie man hier sieht. Und dadurch ist da quasi genug Zug drauf, damit es eben mein Oberteil da oben hält. Wie schon gesagt, mit dem Shearing war da einfach zu wenig Kraft dahinter und das funktioniert mit dem eigentlich ganz gut. Und der Gummi muss wirklich so kurz sein, dass euch quasi das Oberteil nicht zu weit runterrutscht, ja, dass die Ärmel quasi klein genug sind, um das alles zu halten. Und da hebt es am besten an euch selber dran, weil da kann man nicht wirklich eine Maßeinheit geben, sag jetzt mal. Wunderbar, natürlich verriegeln am Ende und tada! Und jetzt tue ich eigentlich nur noch, wie ich vorher gesagt habe, in den vorhandenen Saum vom Ärmel auch noch so ein Gummi einfädeln, damit sich das Ganze am Ärmel rafft. Und schon bin ich mit dem Upcycling fertig, aber das zeige ich euch am Schluss. Jetzt gibt es nur das letzte, das ist dieses Kleid, das habe ich von meiner Mom. Und wie man sieht, es ist mir dezent zu groß, also es hängt mir unten an der Hüfte und nicht an der Taille, dieser Gummiding. Und deshalb habe ich mir gedacht, ich liebe eigentlich das Kleid. Es ist eine voll coole Farbe, es ist mir aber zu groß. Wie schon gesagt, der Gummi hängt bei der Taille unten. Dementsprechend habe ich mir gedacht, ich werde jetzt, weil das ist eh schon, man sieht eh, wurde eh schon mal gemacht, ich werde jetzt an der Nahtzugabe nochmal einen Gummi einnähen. Und zwar ein Gummi, der mir jetzt super gut um meine Taille rumpasst, aber natürlich trotzdem noch über den Arsch drüber geht, ja. Und den da muss ich aber in zwei Teile gliedern, weil da zwischen eine Naht ist und ich dementsprechend den Gummi darüber nicht wirklich nähen kann. Dementsprechend durch das in zwei Teile und nähe das jetzt bei jeder Seite einfach mit einem Zickzackstich nur auf die Nahtzugabe. Und das ist ein super Trick, wie ihr quasi ein bisschen zu große Kleider immer gleich mal enger kriegt. Einfach auf die Nahtzugabe drauf nähen, weil dann sieht man von außen überhaupt nicht, dass da irgendwas drauf genäht worden ist und es zieht trotzdem nach innen und ruffelt das Ganze. Und genau, und das mache ich wieder mit einem Zickzackstich, genauso wie eben bei dem T-Shirt. Und
Genau, das mache ich bei der einen Seite und bei der anderen Seite probiere ich das natürlich gleichmäßig zu machen. Und das war eigentlich schon der ganze Spuk, weil man kann die Träger von dem Kleid nämlich kürzer machen. Und dementsprechend habe ich mir das Kleid, das wo mehrere Kleidergrößen zu groß ist, tatsächlich passend gemacht, sodass ich es anziehen kann, ohne dass ich mich entblöße und ohne dass die Taliennaht an meiner Hüfte unten hängt. Und das war eigentlich eine ganz super Sache. Das ging ziemlich zart, weil der Gummi sehr, sehr eng war, aber es funktioniert. Ja, immer schön ein bisschen ziehen und nachadjustieren, wie man hier sieht, und ganz gut verriegeln am Ende, damit das nicht zurückschnallt oder sowas. Und ja, so einfach geht das. Und hier haben wir jetzt Teil 1, eben mit diesem furchtbaren Wobbel-Wobbel da hinten. Gott, ja, das hat so furchtbar ausgeschaut. Und tada, so schaut's jetzt aus. Einfach zusammengerollt und festgesteppt und es schaut so cool aus. Es ist ein voll schöner Ausschnitt und es schaut aus, als ob es so kehrt. Und durch das, dass ich es eben senkrecht gemacht habe, diese Nähte, ist trotzdem diese ganze Elastizität noch drinnen und ich konnte es ohne Probleme über oben oder über unten anziehen, quasi das Kleid. Und es, ja, also es ist definitiv eine gute Idee gewesen, das einfach einzurollen und nicht wegzuschneiden und neu zu versäubern, um Gottes Willen, ja. Und das sind eben meine zwei T-Shirts, die wo ihr vorher schon gesehen habt. Und das ist das Outcome. Das ist dieses Oberteil. Ich finde es so cool. Ich mag es richtig gern. Es ist so gemütlich, eben wie zwei T-Shirts. Und ja, ich habe es einfach zwischen der Brust quasi gebunden, aber ihr kennt das theoretisch auch anders binden, das zeige ich euch später, beziehungsweise ihr kennt da theoretisch an diesen Schlaufen auch noch Bänder dran machen oder sowas und dann wirklich als Wickeloberteiler anziehen, wenn ihr das wollt. Aber das ging bei mir nicht, weil da waren die, das waren einfach zu kurz. Aber hier seht ihr, wenn ihr drunter ein BH habt zum Beispiel, könnt ihr das einfach dann an der Seite drunter reinstecken und das hält eigentlich super gut. Und dann ist es gleich ein bisschen züchtiger, sag ich jetzt mal, beziehungsweise herbstlicher, beziehungsweise einfach nicht so revealing, wenn ihr das nicht so merkt. Also von dem her kann man das so auch ganz gut tragen und ich liebe es. Wie schon gesagt, ich finde es so gemütlich, super trendy und ja, und ich konnte es auf jeden Fall im Herbst auch noch anziehen. Und hier haben wir noch unser letztes Teil, was jetzt super gut hängt. Und wenn ihr euch wundert, warum da unten so ein Ombre-Effekt ist beim Kleid, well. Ja! Ich muss Stopp! Es könnte sein, dass ich kurz bevor ich das gedreht habe, eventuell mitten in der Nacht Flunkyball im Park gespielt habe und es dadurch sehr dreckig geworden ist und jetzt habe ich Grausflecken drin und krieg's nicht mehr raus, aber es ist wurscht, es soll nichts Schlimmeres passieren. Oh man, also ich hoffe, ihr genießt auch euren Spätsommer, wo auch immer ihr seid und bei welchem Wetter auch immer, und wir sehen uns bald mal wieder. Übrigens, nächsten Sonntag bin ich im Livestream bei der Anna von Einfach Nähen, also schaut da gerne vorbei, der geht um 11 Uhr los. Ihr könnt euch eine Erinnerung bei ihr auf dem Kanal einstellen, aber bei mir gibt es natürlich auch ein Video später am Sonntag.